Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute soll es um die Programmierung eines OpenClaus-Schildes gehen mit Hilfe des Calliope Mini. Und dafür brauchen wir die Blöcke aus den Kategorien Grundlagen, Eingabe, Variablen und Text. Dann wollen wir mal loslegen. Beginnen wir mit den Variablen oder auf Deutsch einem Platzhalter, indem wir ein OpenClaus-Schild bauen, wie es auch oft an Türen von kleinen Läden hängt. Nun könnte ich wieder in den Dauerhaft-Block den Block Zeigetext einhängen und den Text zu Open ändern. So wird mir dauerhaft angezeigt, dass mein Geschäft geöffnet ist. Das Problem ist nun, wenn ich anzeigen möchte, dass mein Geschäft geschlossen ist, muss ich das Programm neu schreiben und den Text zu Close ändern oder ein zweites Schild mit Close programmieren. Um nicht jedes Mal mein Schild neu programmieren zu müssen, kann ich mir mit den bereits angesprochenen Variablen helfen. Dazu erstelle ich erstmal eine Variable, nennen wir sie einfach mal Anzeige. Die Variable kann man auch mit einem Gefäß vergleichen, in das Verschiedenes hineingelegt werden kann, zum Beispiel eine bestimmte Zahl, ein Text oder einen Wahr-Falsch-Wert. Mit dem Baustein Setze Platzhalter auf legen wir fest, was auf diesem Platzhalter bzw. der Variable gespeichert werden soll. Standardmäßig wäre es, wie wir sehen, die Zahl 0. Um einen Text auf dem Platzhalter zu speichern, nehmen wir den Textbaustein und schieben ihn dann in unsere Variable und geben unseren Text ein, Open. Da der Platzhalter nun den Text Open speichert, kann ich mir den Inhalt meines Platzhalters mit dem Block Zeigetext anzeigen lassen. Um jetzt noch umschalten zu können, ob mein Geschäft geöffnet oder geschlossen ist, schiebe ich einfach den Block Setze Anzeige auf in den Block Wenn-Knopf A gedrückt. Die beiden Blöcke kann ich einfach mittels Duplizieren verdoppeln, dann ändere ich noch das A zu B und aus dem Open mache ich noch ein Close und fertig ist meine Anzeige des Open-Close-Schildes. Üben könnt ihr nun, indem ihr versucht, einen Klickzähler zu programmieren. Das Video dazu findet ihr auch in unserer Infobox.